Leute, ich hatte mein Mikrofon aus und muss jetzt alles nochmal aufnehmen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop. Ich stelle euch auch heute wieder den neuen Fortnite Shop vor. Außerdem, Leute, ist heute Zeitumstellung gewesen. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich bin eure Rettung. Heute von 2 auf 3 Uhr in der Nacht wurde die Zeit vorgestellt. Heißt also, wir haben jetzt wieder Sommerzeit. Dadurch kommt der Shop jetzt nicht mehr um 1 Uhr, sondern immer um 2 Uhr, nur dass ihr Bescheid wisst. Außerdem löse ich noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da hatte ich ja wieder 1000 V-Bucks an euch verschenkt und gewonnen hat da der liebe Vincent V. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und da kommen wir jetzt schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ja, wo wir neue Skins denn haben. So Ureinwohner-Skins. Ja, finde ich eigentlich ganz okay. Besonders die Frau hat einen richtig sicken Backpack. Den werde ich euch gleich zeigen. Wie immer könnt ihr mich natürlich gerne als Creator supporten, Leute. Wenn ihr mich hier unterstützen wollt, dafür, dass ich hier jede Nacht aufstehe und euch den neuen Fortnite-Shop zeige. Egal wann. Jeden Tag kommt hier dieses Video, wo ich euch die neuen Skins zeige. Also, wenn ihr mich dafür supporten wollt, einfach nur Creator-Code Snoxy im Fortnite-Shop benutzen. Wie mein Kanal mit einem kleinen i am Ende dran. Gerne dort eintragen. Wäre auf jeden Fall mega ehrenhaft von euch. Ich weiß, es gibt sehr viele Creator, deswegen würde es mich halt unglaublich freuen, wenn ihr da meinen benutzt. Ich verlose ja auch immer viele coole Sachen an euch. Das bezahle ich alles aus eigener Tasche, also wenn ihr mir da helfen wollt, weiter coole Gewinnspiele zu machen, einfach dort Creator-Codes Snoxy im Shop benutzen, wenn ihr euch was kauft. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Slot, und zwar steht der Fallschirm da, nämlich mit dem Schamanen-Skin. So schaut er aus. Ja, ich finde ihn in Ordnung. Die Maske finde ich jetzt nicht so geil. Weiß ich nicht. Also ich glaube, den werde ich mir persönlich eher nicht holen. Die weibliche Variante, die finde ich ziemlich cool, die Nachthexe, besonders halt wegen ihrem richtig sicken Backpack, so eine Voodoo-Puppe, schaut ziemlich cool aus, ist so ein bisschen angelehnt an diesem pinken Bären, auch mit diesem gebrochenen Herzen hier, und ja, die gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, auch dieser Backpack ist halt mega, mega geil, also die kann ich definitiv empfehlen, auch weil ihre Augen so lila leuchten, bei ihm ist es nicht so, die leuchten einfach, oder leuchten die überhaupt? Sind halt einfach nur so weiß, minimales Leuchten. Die bei ihr leuchten halt ziemlich cool, das schaut echt, echt sick aus. Kann ich also empfehlen. Die Hacke, ja, ist in Ordnung, optisch ist sie eigentlich ganz okay. Der Sound ist ein bisschen besser sogar, nehmen wir uns mal an. Der hört sich ganz nice an, besonders weil er so einen kleinen Vorsound hat. Also bevor der Schlagsound kommt, hört man nochmal ganz kurz so einen leicht anderen Sound. Das hört sich auf jeden Fall nice an. Leider hat sie keinen Partikeleffekt oder so. Ganz normaler Schlageffekt. Also, das ist ein bisschen schade. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen der beiden Skins ihr besser findet. Also den männlichen oder den weiblichen. Ich habe mir jetzt den weiblichen geholt, weil ich ihn einfach geiler finde. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr mir dazu stimmt oder ja, den anderen eher besser findet. Kommen wir schon aber jetzt zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn euch hier meine Daily Shop Serie gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, Leute, jetzt ist eure Gelegenheit. Scrollt schnell runter und klickt auf Abonnieren und aktiviert auch unbedingt die Glocke. Dann bekommt ihr nämlich immer morgens eine Benachrichtigung, was so Neues im Fortnite Shop drin ist. Lohnt sich also, die Glocke hier anzumachen auf dem Kanal. Und da fangen wir an, nämlich mit der rechten Seite. Und zwar haben wir da die Schattenagentin drin, mit der fangen wir an. Leider ohne Backpack. Finde ich ein bisschen schade, weil das ist eigentlich ein ganz cooler Skin. Da hätte ich mir schon ein Backpack zu gewünscht. Dann haben wir noch den Dynamo drin. Bin ich gespaltener Meinung. An sich ein ganz lustiger Skin. Leider schaut er halt ziemlich hässlich aus. Aber ich weiß, dass viele Pros ihn nochmal gespielt haben. Also, ja, ist ganz in Ordnung. 1200 V-Bucks gehen dafür klar. Dann Wirbelwind. Ja, für 500 wirbelt sich der John Wick durch die Gegend. Dann noch den Spitzanker. 1500 kostet der, eine ziemlich teure Hacke. Also 1500 V-Bucks für die Hacke ist halt echt eigentlich too much. War eine der ersten Hacken. Das wird sie leider nicht gerecht, dem Preis. Sound ist noch ganz cool, aber wie gesagt, halt 15 Euro für die Hacke ist halt schon echt ein heftiger, heftiger Preis. Dann auch der Headbanger für 500 V-Bucks. Da geht der John Wick ab. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir den Windbrecher drin. Hat mir persönlich jetzt eher nicht so gefallen von diesem Spandex-Tumpen-Set. Ich find's nicht so geil, ein bisschen zu bunt. Und ich glaube, den würde ich nicht so häufig spielen. Deswegen habe ich mir nicht gekauft. Und jo, das war's dann schon zum heutigen von der Shop. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Tragt mich gerne als Creator ein. Wenn ihr mich supporten wollt, einfach Snoxy hier eintragen. Und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt wieder rechts abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und gerne auch noch bei meinem Stream vorbeischauen. Ich werde jetzt nämlich live streamen. Falls ihr Bock habt, schaut gerne mal bei meinem Kanal vorbei. Ob ihr da seht, dass ich gerade live bin, dann kommt mal gerne rein. Wir spielen wahrscheinlich ein paar Custom Games, also wenn ihr Bock habt, mit mir zu zocken, kommt mal gerne vorbei. Ansonsten schaut euch alle meine anderen Videos an. Und ja, das war's eigentlich schon. Danke fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag. Bis dann. Macht's gut, tschüss. Au, das haben wir mit schon. Tschüss.